Hi ihr Lieben, ich grüße euch, guten Morgen, und zwar aus meinem Badezimmer, aus meinem zweiten Badezimmer. Wir haben ja ein Badezimmer und ein normales Badezimmer, und ich habe mich jetzt gerade ein bisschen fresh gemacht. Es wird Zeit, dass ich wieder zum Friseur komme. Ich schlag schon wieder Falten. Ja, das ist immer so ein Zeichen für mich, dass meine Haare wieder zu lang sind. Genau, ja, aber ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, wie gesagt, ich habe mir die Haare gewaschen und ein bisschen BB-Cream und ein bisschen Mascara, das reicht für heute, weil ich gehe nämlich jetzt gleich zum Arzt, ja, und ich hoffe, ich komme mit einigermaßen guten Nachrichten wieder zurück. Sorry, wenn es im Moment ein bisschen ruhig um mich ist und ich eigentlich mich nicht so melde, wie ich eigentlich sollte. Aber das hat seine Gründe. Aber ich denke, das muss ja nicht unbedingt überall breit getreten werden. Genau. Ja, ich habe um 9:30 einen Termin. Wir haben jetzt 8:30. Ich werde mich jetzt noch umziehen. Und dann packe ich mit euch zusammen noch meinen Adventskalender aus und zeige euch noch, was ich die letzten Tage so drin hatte. Auch wenn das einige wahrscheinlich nicht interessiert, aber andere sehen es gerne. Und da ich jeden Tag auf Instagram ein Bild davon poste, aber nicht jeder Instagram hat, mache ich das auch vielleicht natürlich für euch von YouTube. Ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt noch fertig. Ich will jetzt noch meine Zähnchen putzen. Und zwar mit der Blender Mate 3D White Luxe. Ja. Ich benutze immer mal abwechselnd. Ich habe ja zwei verschiedene. Und zwar habe ich ja die hier auch noch von Perlodent mit künstlichem Zahnschmelz. Ich wechsle dann immer täglich mal hin und her. Und ich habe auch eine elektrische Zahnbürste. Von Oral-P. Ja, mit der bin ich eigentlich ganz zufrieden. Genau. Ja, was wollte ich euch noch sagen? Am Montag habe ich es endlich gepackt. Am Montag ist Notartermin. Ja. Wir räumen jetzt noch die letzten zwei Tage. Hardcore-Räumen nenne ich das. Und dann ist Gott sei Dank alles erledigt. Hoffe ich mal zumindest. Und ja, Weihnachtsfieber bin ich im Moment überhaupt nicht. Ich mag Weihnachten sowieso nicht, weil ich finde, Weihnachten ist nur so, nur noch Kommerz. Jeder rennt nur den Geschenken hinterher, immer rennen, Stress. Und ich finde, der wahre Sinn von Weihnachten wird total vergessen. Und deswegen, ja, bin ich nicht so ein Weihnachtsfan, wie der ein oder andere vielleicht von euch. Genau. Der Weihnachtsbaum wird bei uns auch an Heiligabend erst geschmückt, morgens. Da nehme ich euch vielleicht mit. Wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir wieder einen künstlichen nehmen oder ob wir wieder einen echten nehmen. Mal gucken. Ja, Geschenke habe ich auch noch nicht alle. Ich weiß auch noch nicht, was ich schenke, ob ich überhaupt was schenke. Kinder wollen eh nur Geld und Restverwandtschaft habe ich nicht mehr so viel. Und ich finde, man kann unterm Jahr genug schenken, da muss man nicht unbedingt Weihnachten zum Grund nehmen zum Schenken. Ja, aber was und wie werdet ihr ja dann zur gegebenen Zeit sehen. Ja, aber jetzt würde ich sagen, mache ich mich mal fertig und dann zeige ich euch den Adventskalender. Genau. So, live und in Farbe bin ich wieder hier. Ja. Ich habe mich jetzt umgezogen. Wir haben jetzt gleich 9. Wie gesagt, um 9:30 habe ich Termin. Ich zeige euch jetzt noch, was ich heute im Adventskalender habe. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ich nehme euch mit, aber in die Praxis wahrscheinlich nicht. Ich habe gestern durch Zufall irgendwie, keine Ahnung, rausbekommen, dass bei mir in der Nähe ein Action sein soll. Und es schwärmen ja alle so von diesem Geschäft oder von diesem Laden. Und ich will mir den jetzt mal angucken. Ich will das mal überprüfen, ob der wirklich bei mir in der Nähe ist.
Allerdings muss ich dazu nach Frankreich fahren. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es da diesen Laden gibt. Ich gucke mal, ob ich den finde. Da ich ja eh noch kurz was einkaufen muss, passt das dann gerade. Und dann gucke ich mal, dann gucke ich mir mal den Laden an und ich nehme euch mit. Und wir gucken jetzt gemeinsam in den Adventskalender. So. Und zwar ist heute die Nummer 15 dran. Das ist wieder so ein großes Kästchen. Sind wir mal gespannt. Aha. Ich dachte, heute ist mal was für den Mann dabei. Und zwar einmal von Fenial sinnliche Bodylotion. Für normale bis trockene Haut Natur Silk Touch, natürliches Moringaöl und sinnlich floraler Duft der Tuberose. Das gefällt mir. Da muss ich doch gleich mal dran schnuppern. Wenn ich das hier mit einer Hand, wo ich mal kurz abbekomme. Oh ja, die riecht richtig angenehm. Und von Fenial hatte ich, glaube ich, noch nichts. Das ist also das. Ich hoffe, es blendet nicht so arg. Und dann war noch einmal was für den Gatten des Hauses dabei. Und zwar von Wilkinsons Wort Hydro 5. Ein Rasierer. Das ist der hier. Da freue ich, dass ich bestimmt. Ist jetzt mal nichts für die Frau, aber ist ja egal, freue ich mich trotzdem drüber. Ja, das war jetzt der Inhalt von meinem Adventskalender heute am 15. Morgen ist der 16. Der ist da unten. Gibt es wieder was Kleines. Ja. Und das zeige ich euch dann wieder auf Instagram. So, ihr Lieben, ich bin jetzt beim Arzt raus. Jetzt bin ich in Frankreich. Ich habe jetzt gerade noch 10 Minuten fahren müssen und ihr glaubt es nicht, ich stehe tatsächlich vor dem Action. Guck mal, ich hätte das nicht gedacht, dass es hier tatsächlich ein Action gibt. Die haben hier voll umgebaut. Ich war früher hier immer im Matsch und jetzt fahren wir normal immer in den Simple Market, der ist ein bisschen weiter vorne. Und jetzt habe ich mir doch mal angeguckt, ich muss da tatsächlich mal rein. Ich gehe da jetzt auch mal rein. Ich versuche euch mitzunehmen mit der Kamera. Ich bin echt gespannt, was das für ein Laden ist. Da wird ja so dermaßen gehypt auf YouTube von den Bastlern und alles. Und ich muss mir das echt mal angucken. Aber es passt, es ist noch ein Normal in der Nähe. Da werde ich dann auch mal reingehen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen filmen, weil der Akku gerade schreibt, aufladen. Und ich habe keinen Ersatzakku dabei. Gucken wir mal, auf alle Fälle. Action. Es sind verschiedene Dinger. So, jetzt sind wir kurz im SBK mit meinem Mann und mit meinem Sohn. Ich war jetzt noch beim anderen Doktor. Ja, was dabei rauskommt, erzähle ich euch irgendwann. Überläuft mein Mann rum, der sucht gerade was in die Küche. Ich habe jetzt das gerade geholt. Ja, jetzt sind wir gleich in Kass. Dann sind wir fertig, dann geht's räumen. Dann gehe ich noch eine Runde mit dem Hund. So, der Sohnemann hat sein Abendessen geholt. Kartoffeltasche. Wollte er unbedingt.
Sag hallo. Tag, Kinder. Ich bin's mal wieder, euer Löwe. Ja, mein Mann ist immer noch am Suchen, der holt sich Eis. Das ist die vegane Variante hier. Guten Morgen, guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch. Ja, der Hund ist wieder da, weil der hat ja Vorrecht, vor mir auf die Couch zu kommen. Und ich muss auf dem Boden sitzen. Geh mal ins Ding da. Ja, er sieht so müde aus. Komm mal, leckerle. Kannst du essen? Geh mal essen. Oh, mein Handy ist auch gerade am Laden. Aber ich wollte jetzt natürlich heute wieder mit euch den Adventskalender aufmachen. Türchen Nummer 16, glaube ich. Oh, ich bin total, ja. Und dann wollte ich euch mal noch meine Ausbeute vom Action zeigen. Und noch ein Paket, das angekommen ist. Und noch ein bisschen was erzählen. Jo. Aber jetzt machen wir erstmal Türchen Nummer 16 auf. So. Was ist das hier? Oh, da ist was drin. Und zwar eine Haarkur von Swiss Opal mit Arganöl für trockenes, strapaziertes und glattes Haar. Und die riechen immer so gut. Da freue ich mich schon morgen auf das Türchen Nummer 17. Das zeige ich euch aber dann wieder im nächsten Video. Dann mache ich wieder ein paar Türchen zusammen. So, ihr Lieben, und dann war ich ja gestern Morgen nach dem Arzt unterwegs und habe mir einfach gedacht, da ich sowieso einkaufen musste, weil ich noch was fürs Abendessen gebraucht habe und mein Sohnemann auch noch was gebraucht hat fürs Abschlussessen heute, die machen heute Frühstück. Und da hat er noch 2 Flaschen Orangensaft gebraucht und ich habe dann noch was fürs Abendessen gebraucht. Es gab Spaghetti Bolognese, habe ich euch aber nicht abgefilmt, weil habe ich ja schon mal gemacht und von daher, ja. Und dann bin ich an mir gedacht, ja, fahrst du mal nach Frankreich rein, ist ja nicht so weit, ungefähr noch 10, 15 Minuten vom Arzt aus. Und dann bin ich da reingefahren und ich hatte vorher, aber das habe ich euch ja alles schon erzählt, gegoogelt und habe doch tatsächlich den Action gefunden. Und ich habe mir eine kleine Tüte gekauft. Ich muss gucken, ob ich den Zettel noch drinnen habe, dann zeige ich es euch. Obwohl ihr eigentlich da nichts lesen könnt, weil das ist nämlich auf Französisch. Und ich habe mir dann eine kleinere Tüte mit. Ich fand die so süß, die Tüte. Ja. Und ich erzähle euch dann, was ich mir gekauft habe, zeige ich euch und erzähle euch so, wie mir der Markt so gefällt, weil mich einige doch gefragt haben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier sitzen bleibe, vom Licht her, oder ob ich euch schnell umbaue. So, ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Und zwar wollte ich euch ja noch ein bisschen was zeigen. Genau, also ich habe gestern ein kleines süßes Paketchen bekommen, ja. Und zwar von DHL, nee, von Rossmann. Und zwar war ich ja beim Arzt, habe ich euch ja erzählt, dann bin ich nach Hause gekommen. Da hat mein Mann gemeint, da steht ein Paket für dich und eins für den Nachbarn. Für den Nachbarn hat er angenommen, weil es nicht mehr in den Briefkasten gepasst hat. Und ja, das andere war dann für mich. Und ich habe es dann ausgepackt. Ich habe dann gedacht, so okay, ich habe ja nichts bestellt. Guck ich mal, was es so ist. Ne? Tja. Und habe dann reingeguckt, steht dann oben Rossmann drauf. Und da war dann dieses Kärtchen drin. Und zwar steht da drauf Schauermärchen. Und hinten drauf ist Isana, da steht dann, wir sind ganz neu bei Rossmann, kennst du uns schon, probier uns aus und wir erobern gemeinsam die Badezimmer. Ja,
Naja, ganz neu sind die Duschgele ja nicht, weil die gibt es ja schon eine Weile. Und ja, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Und da waren dann 3 Duschgele drin. Einmal von Isana dieses Snow White mit Schneeglöckchen und Vanillemilchduft. Und einmal von Isana diese Cremedusche Forbidden Apple mit rotem Apfel und Karamellduft. Klingt nicht schlecht. Und einmal von Isana dieses Dark Magic mit schwarzen Vanille und Rosenduft. Ich glaube, das oder das, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, habe ich auch gekauft. Ich glaube aber fast das hier. Ich bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle war das dann im Paket. Hab mich gefreut. Sorry, mein Magen knurrt. Ich habe nichts gegessen. Ich habe nur eine Kopfschmerztablette genommen, weil ich Kopfschmerzen habe zum Davonlaufen. Ja, ich habe mich gefreut, lieben Dank an das liebe Rossmann-Team. Ich war total überrascht, weil ich habe nirgendwo mitgemacht oder mich nirgendwo angemeldet. War auch nirgendwo ausgeschrieben. Also lieben Dank ans Rossmann-Team. Ja, dann war ich gestern mit meinem Mann und meinem Sohn im SBK. Das ist so ein Supermarkt von einer Kette. Ja, wie kann man das beschreiben? Halt so ein bisschen größerer Supermarkt, so ein bisschen teurer, auch wie Rewe. Und da wir unterwegs waren, haben noch 3 Sachen im Baumarkt gebraucht. Mein Sohn hat noch ein Wichtelgeschenk gebraucht für die Schule. Die machen heute so einen Abschluss da mit Wichteln und so weiter. Und mir hängt hier das Halstuch so weit runter. Ja, und dann hat er noch was gebraucht und dann haben wir ihn abgesetzt und dann sind wir in den Baumarkt und dann sind wir noch schnell in den SBK. Ich gehe da nicht so gerne rein, ist nicht so, mein Laden mag ich nicht, nee. Aber ich habe mich da ein bisschen umgeguckt, habe ich euch auch ein bisschen gefilmt, ja. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Und ich habe mir dann einfach just for fun noch einen Adventskalender mit, auch wenn wir heute schon den 16. haben. Und zwar ist es der von Haribo. Und den habe ich mir mit, weil ich den eigentlich haben wollte und nicht mehr bekommen habe. Und es ist echt ein guter Tipp, sich einen Adventskalender zu kaufen, wenn schon 3-4 Tage vergangen sind. Weil der ist nämlich runtergesetzt auf 3,99. Und ich kann euch nicht sagen, was der vorher gekostet hat. Ich glaube aber so um die 11, 12, 14, 15 Euro, keine Ahnung. Auf alle Fälle sind da super süße Sachen drin, die es eigentlich sonst nicht gibt. Kann ich euch hier mal kurz zeigen. Und ich freue mich ja unheimlich hier auf diese, wie nennt man die jetzt? Auf diese Lebkuchenmänner hier und auf, vor allen Dingen auf das Rentier hier. Da ist aber leider nur eins drin. Von den Lebkuchenmännern sind 3 Päckchen drin. Ja, meine Kinder haben schon gesagt, oh Mama, da kriege ich auch 2, 3 Sachen, wo ich dann gesagt habe, nee. Eins. Nee, natürlich bekommen die was davon. Ja, auf alle Fälle habe ich mir den gestern mit. Und wie gesagt, es war der einzigste noch. Da waren verschiedene Adventskalender noch ausgelegen. Noch von Lind. Was war noch? Rittersport, glaube ich, war noch einer dort. Der hätte mir auch gefallen. Aber ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt noch einen Adventskalender mitnehme, denkt mein Mann, hat eh schon gesagt, jetzt ist die Hälfte vom Monat schon rum und die Frau guckt nach Adventskalendern. Obwohl er mit meinem eigentlich vom Penny sehr zufrieden ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich auch, also den werde ich mir definitiv, wenn es denn wieder nächstes Jahr gibt und ich ihn sehe, auf alle Fälle wieder mitnehmen. Der ist echt klasse. Und ich finde diese kleinen Probiergrößen wirklich gut. Weil da gibt es so Sachen, wo ich noch nicht kenne. Und wenn man die dann mal probieren kann, und dann muss man sich nicht gleich die großen Sachen kaufen. Und es ist auch für Männlein und Weiblein verschieden drin. Ja, genau. Also wie gesagt, von Lind war noch ein Adventskalender da, von Rittersport. Und noch irgend so eine Schokoladenfirma, die hat mir da nicht so gefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, den nehme ich mit für 3,99. Ja, genau, weil Lind mag ich nicht so. So, ihr Lieben, ich habe euch doch ein bisschen umgebaut und euch aufs Stativ gestellt. Ich denke, es geht soweit. Und jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe im Netto, wollte ich gerade sagen, im Action. Und zwar hatte ich ja nicht so viel Zeit, aber ein bisschen. Und ich habe da ein bisschen gestöbert.
Und immer diese Unterbrechungen. Ja, ich habe ein bisschen gestöbert, aber ich muss mir den Laden doch noch mal ein bisschen genauer angucken. Und wir wollten dann ja noch weg und wollten noch ein bisschen was im Haus machen. Deswegen hatte ich nicht so viel Zeit. Ja, genau. Dann habe ich meinem Sohn einen College-Block mit. Und zwar in kariert. Der hat einen gebraucht und den habe ich letztens vergessen. Dann habe ich den mit. Ich muss übrigens mal gucken. Ich glaube nämlich, ich habe den Zettel noch. Aber wie gesagt, da könnt ihr nichts drauf lesen, weil der ist auf Französisch. Und ja, ich glaube, da ist aber, das ist der von Norma. So irgendwas, ja, keine Ahnung. Aber da habe ich den vom Action, genau. Aber der ist auch Französisch. Aber ich kann euch zumindest, ich denke, wenn ich es einigermaßen entziffern kann, die Preise sagen. Also ich habe auf alle Fälle 28,32 Euro ausgegeben. Das ist noch human für mich. Ich glaube, der College Block, keine Ahnung. Also die Tüte hat auf allen Fällen 59 Cent gekostet. Ich kann es euch nicht sagen. Wie gesagt, ich kann nicht so gut Französisch, obwohl ich eigentlich nicht weit von der Grenze wohne und in der Schule Französisch hatte. Aber ich kann halt besser, ein bisschen besser Englisch. Naja, egal. Weiter geht's. Dann habe ich geholt einmal Kids Kreativ. Das ist 3 Rollen, 7 Rollen Knete und 3 zusätzlich und dann dieses Werkzeug dazu. Das habe ich für meine Tochter geholt, weil sie doch so gerne knetet. Ja, dann habe ich mitgenommen für meine Tochter ein Dino Crow Egg. Das ist das hier. Sie hat gesagt, Mama, wenn der rauskommt, freue ich mich. Ja, die muss er in Wasser machen und dann geht das irgendwann auf. Das könnt ihr da hinten sehen. Ja, ich habe, weil sie diese Dino-Eier ab und zu gerne mal macht, habe ich ihr so ein kleines mit. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach durch den Markt durch und habe gestöbert. Habe nicht wirklich irgendwie gewusst, was ich suche. Deswegen nimmt man ab und zu auch mal sowas mit. Dann habe ich mir eine Kerze mitgenommen, die hat mir am besten gefallen, und zwar Lovely Berries. Wer hätte es gedacht? Das ist die hier in Rot. Und die riecht echt lecker. Ich liebe ja diese Beerendüfte. Hm, ja. Hätte noch lila sein müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Ja, dann habe ich geholt 2x feuchte Reinigungstücher für mich, weil ich keine mehr habe. Ja. Und da ich dann so ein Kokosopfer bin, habe ich 2x verschiedene mit von für normale und Mischhaut, das ist das hier, Coconut Care. Und dann habe ich noch das hier mit, das sieht man auch so davon, genau. Bin ich mal gespannt, wie die ist und wie die riechen. Ja. Die kann ich euch sogar sagen, weil die stehen nämlich auch drauf. Und zwar habe ich die vorhin schon gelesen. Zweimal 84 Cent, wenn ich das richtig lese. 1,68 Euro insgesamt. Ja. Dann habe ich geholt das hier. Das sind solche
Kaustangen, genau. Ich wollte mit Cola, aber gab's nicht. Gab nur noch eine mit Kirsche und den Rest in Erdbeere. Und Erdbeere mag ich überhaupt nicht. Dann habe ich geholt Haribo Mega Mix. Für Euro irgendwas, glaube ich. Genau, Haribo. Megamix 2,25. Das ist das hier. Das sind 500 Gramm drin. Und das gleiche nochmal. Kindermix. Der Hundi guckt schon, weil es knistert. Ich denke, das gibt was für ihn. Ja. Haribo essen wir ganz gerne. Sind aber leider nicht für uns. Weil meine Tochter auf den Geburtstag geht morgen. Und im Januar nochmal. Und da habe ich jeweils so ein Päckchen mit. Ja, und dann gibt es noch was dazu, das zeige ich euch dann gleich. Ja, dann habe ich zwei Geschenke noch mitgenommen. Wie gesagt, da meine Tochter auf den Geburtstag geht. Und die Mädels so mit 13, 14 mögen das ja. Und ich habe die mitgenommen eigentlich nur, um, wenn ich mal ein Geschenk oder so irgendwas brauche oder für meine Tochter selbst. Wusste das noch gar nicht, dass sie auf den Geburtstag geht. Hat mir gestern erst die Einladung gegeben. Und da habe ich mir gedacht, Post. Habe ich einmal das Armband hier mitgenommen. Und ich finde die Armbänder im Moment echt selber schön. Und hat meine Tochter gleich gejammert, warum bringst du mir sowas nicht mit? Da habe ich gesagt, ja, wir waren ja bestimmt nicht das letzte Mal dort. Und da steht dann drauf, Love, Hope und Happiness. Finde ich schön. Einmal in der Farbe und einmal in Blau. Genau, dann gibt es das als Geschenk. Jo, dann habe ich mir noch was mitgenommen. Getürt für Raffaello. Das sind die hier. Wie gesagt, ich bin einfach nur so durch den Markt durch. Ich glaube, ich habe es dreiviertel überhaupt nicht gesehen. Das ist Happy Bianco Coconut Wafers. Ja, ich denke, die schmecken wie Raffaello. Ich kann euch auch nicht sagen, was die gekostet haben. Nee. Ich glaube 1,79, 1,89. Ja, dann habe ich für meine Tochter noch einmal so ein Dreierpack Kaugummis mitgenommen. Das kann sie dann mit ihren Freundinnen teilen. Ich fand die Katze so interessant. Und der kostet 1,04 Euro. Das lese ich ihm hier gerade. So. Dann habe ich für mich natürlich auch was gefunden. Und zwar Masken. Und zwar Masken, die ich noch nicht kenne. Einmal von Montagne Chinese, ja. Leider keine Tuchmaske, aber was anderes. Und zwar einmal, ich denke, das sind, ich hoffe, keine Peel-Off, na doch, sind Peel-Off-Masken. Naja, ich werde sie ausprobieren. Lemon und Green Tea und einmal Pomegranate und Passion Flower. Also einmal Zitrone und grüner Tee. Und einmal Granatapfel. Die habe ich mir mit. Und ich glaube, die steht auch hier, 99 Cent, genau. Dann habe ich mir eine Heat-Maske mit Aprikot und Almond Oil Anti-Stress. Also ich denke, die wird dann warm. Da freue ich mich schon drauf, die auszuprobieren. Ich habe auch alle Masken mit, die sie gehabt haben. Dann einmal eine Peel-Off-Mask mit Cucumber-Bear, keine Ahnung, Jumper-Bear. Ich denke mit Gurke. Anti-Stress, das ist die hier. Ja, jetzt könnt ihr mich wieder verurteilen, weil ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Weil ihr ja sonst keine Hobbys habt. Und einmal eine Tuchmaske. Sheet Mask. Gesichtsmaske. Mit Avocado und Kollagenextrakt. Das ist die hier. Wie gesagt, die haben nur diese Masken gehabt, andere leider nicht. So, dann habe ich mir ein paar Ohrringe mit, einfach nur entweder als für mich oder als Geschenk, das sind die hier, und dann habe ich mir eine Blush-Palette mit, aber ich denke, es gibt auch ein Geschenk, und zwar eine Shape
und Blush-Palette in den Farben hier. Ich hoffe, die kommen jetzt in der Kamera ein bisschen schön rüber. Genau. Da weiß ich auch nicht, was die gekostet hat. Ich glaube 2,99, wenn ich das noch so im Kopf habe. Da habe ich nämlich ein Bild davon gemacht. Ja, das habe ich mitgenommen und ein Spiel. Und zwar Splatterface. Das ist die billige Kopie von Pie Face. Ja. Da freut sich meine Tochter schon drauf, dass ich damit ärgern kann. Das hat, glaube ich, 4 oder 6,99 gekostet. Ja, ihr Lieben, das war mein kleiner Action-Haul. Mal was anderes, wie immer nur DM oder irgendwas. Sorry, dankeschön. Und ja, mein Resümee zum Action kann ich sagen, also weil viele immer sagen, als Bastler oder so bekommt man da viel, habe ich jetzt nicht so empfunden. Also für zum Basteln habe ich fast gar nichts gefunden. Vielleicht war ich auch blind, das kann natürlich auch sein. Weil ich habe weder Washi-Tape noch irgendwas gesehen, keine Ahnung. Und ansonsten so Deko-Sachen und so weiter, so Wohnungssachen sind da echt günstig. Und ich denke, ich werde da nochmal in Ruhe durchschlendern, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Und ich bin froh, dass das jetzt mal so in meiner Nähe ist. Da gibt es noch so ein paar Geschäfte außenrum, die so ähnlich sind, die werde ich mir auch mal angucken. Ja, meine Tochter will da auch unbedingt mal rein, klar. Ja, jetzt werde ich die Sachen verräumen. Und dann, denke ich, melde ich mich im nächsten Abschnitt wieder. Ich wollte euch ja noch ein bisschen was erzählen. Mal gucken, ob ich das noch in den Vlog mit einbaue. Weil der erste Teil lädt schon hoch und verarbeitet. Ja, werdet ihr ja dann sehen. So, ihr Lieben, jetzt mache ich euch noch eine kleine Abmoderation. Akku blinkt natürlich wieder bei meinem Glück, ist ja klar. Bin noch am Verarbeiten vom Vlog und dann kommt noch das drauf, dann ist fertig, dann werde ich es verarbeiten, schneiden und dann für euch hochladen. Ja, viele haben gefragt, was im Moment los ist. Also, ohne zu jammern. Ihr habt ja gesehen, dass ich ein Bild auf Instagram gepostet habe wegen Krankenhaus. Also mein Mann ist noch zu Hause. Der hat sich zwei Rippen gebrochen. Ja, Applaus, Applaus. Alles noch schön vor Weihnachten. Und ich war gestern bei zwei Ärzten, habe ich euch ja erzählt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das nicht so sehen kann, wegen dem hier. Und zwar ist eine Unklarheit oder irgendwas, kein Pickel oder irgendwas, sondern weil viele gefragt haben, was ich mit Unklarheiten irgendwas auf dem Bild gemeint habe. Und zwar habe ich erst gemeint, das ist eine Warze, aber muss noch abgeklärt werden, da ich das erst 2 Wochen ungefähr habe. Ja, und dann war ich jetzt gestern beim Hausarzt und der hat mich sofort zum Hautarzt geschickt und dann bin ich zum Hautarzt, der hat mich dann gleich mit rein, der wollte mir gar keinen Termin mehr geben. Ich war dann ganz überrascht und der hat dann geguckt, hat eine kleine Probe genommen, ja. Und jetzt muss ich bis im Februar warten, ob sich das noch verändert, dunkler wird, seine Farbe ändert, anfängt zu bluten oder von alleine wieder weggeht oder was auch immer. Er möchte jetzt noch nichts dran machen. Ja, so der kleine Zwischenstand und jetzt heißt es wieder warten, warten, warten. Was ist das hier? Irgendwie von der Sonne spiegelt hier was, keine Ahnung. Oder ist das nur auf der Kamera, der Fleck? Ja, aber damit wollte ich euch jetzt nicht belasten. Ich denke, wir werden uns, jetzt ist der Fleck weg, wir werden uns im alten Jahr nochmal sehen. Ich denke, ich werde noch ein bisschen nächste Woche vloggen, wegen Weihnachtsbaum, Geschenke und so weiter. Mal gucken, dann wegen dem Essen. Ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag muss ich arbeiten. Nur mal schnell 130 essen. Heiligabend haben wir zu. Erster Weihnachtsfeiertag arbeite ich nicht, da gehen wir zu Verwandten und so weiter. Und ja,
am Montag habe ich endlich Termin beim Notar. Deswegen ist im Moment noch Hardcore ausräumen angesagt. Und dann ist hoffentlich das alles mal abgeschlossen für dieses Jahr. Und dann, ich kann es euch sagen, mir steht's hier oben im Moment echt. Ich wollte mich mal noch bei allen bedanken, die sich im Moment so Sorgen um mich machen. Immer anrufen, fragen, immer schreiben. Sorry, wenn ich im Moment auf WhatsApp oder generell so nicht antworte. Aber ja, ein bisschen was zu verdauen. Und ich denke, wer mich kennt, der weiß, dass ich dann meine Zeit brauche. Ich melde mich dann von alleine wieder. Ist lieb, dass ein paar dran denken. Werden sich jetzt bestimmt auch wieder einige lustig drüber machen. Und sagen, ach, du pinst immer nur, dass du krank bist und ich kann es nicht mehr hören und ich deabonniere dich und bla bla bla. Ja, Leute, ich wünsche euch nur das Beste. Ja, und ansonsten, lieben Gruß an alle meine Abonnenten und an alle, die mich immer unterstützen. Lieben Gruß an alle Leute, ihr wisst, wen ich meine da draußen. Und danke für eure Unterstützung. Ja, das meine ich auch ernst. Und ansonsten, denke ich, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ich will jetzt nicht mehr so viel sagen. Ja. Lasst euch einfach überraschen, wie es weitergeht. Ich denke, ich werde mich immer mal zwischendurch wieder melden. Ja. Bis dann, ihr Lieben. Bleibt sauber, bleibt brav. Genießt das Wetter, auch wenn es kalt ist. Und ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dann. Tschüss.